Mangel, Freunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neue Glück. Neue Folge, der Robert ist mit bei. Wir sind schon auf dem Boot, haben das schon geslippt, sind schon ein bisschen hier rumgefahren. Also ein bisschen ist übertrieben, übertrieben. Keine Ahnung, 5 Minuten geradeaus. Robert kennt diesen See vom Karpfenangeln. Hat hier auch ziemlich gut Karpfen drin gefangen. Ich kenne den See, war hier schon 2-3 Mal mit dem Schlauchboot drauf, habe mal Barsch gefangen und mit den Kids hier ein paar Plötzen und Rotfedern. Und jetzt ist die Mission Zander Barsch. Wir haben eigentlich keine Ahnung, wo stehen die Fische. Wir haben Echolot bei, sind jetzt mit dem Echolot mal ein bisschen rübergefahren, haben überall ein paar Einzelfische. Oh, dann wird es Kraut sein, wa? Ja. Ein paar Einzelfische gesehen und haben jetzt auf dem Echolot ein bisschen mehr gesehen, aber wahrscheinlich ist es Kraut, mal gucken. Und hier wird es heute sein, überhaupt, glaube ich, ein Biss zu kriegen. Ja, da müssen wir uns überraschen, was heute war. Ja. Wind haben wir, Wind auf der Kant. Ja. Sagt man immer, ganz genau. Sonne, Wolkenmix finde ich eigentlich auch ganz cool. Ne? Ja, also. Und ich weiß, du legst keinen Wert groß drauf, aber der Luftdruck, der gefällt mir heute sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Die Diskussion hatten wir letztes Mal auch schon. Das ist immer gut, wenn man den Robert bei hat, dann weiß man ganz genau, wie sind die Verhältnisse, wie prozentual stehen die Chancen, heute Fisch zu fangen. Aber wir gucken mal. Wir haben, glaube ich, keinen Zeitdruck heute. Es ist jetzt wahrscheinlich schon 11 Uhr. Ist ein bisschen frisch mit dem Wind, aber egal. Wir werden ein bisschen rumsuchen. Ich habe die Actioncam mit bei. Ich werde ab und zu die Kamera mit anmachen. Und dann schauen wir mal. Hier ist sehr viel Kraut anscheinend. Vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht nicht verkehrt, ja. Mal gucken. Wir suchen und ihr werdet sehen, was wir hier fangen. Oder auch nicht. Wow. Ich glaube, die BNK mit der Bodenangel. Schöner Fisch. Guck, ist Petri. Schöne Barbe. So, meine Lieben, zum ersten Mal. Oh, mal gucken, ob die Kamera lädt. Ihr seid ja zum ersten Mal mit der Brust vorne mit dabei. Ich habe erstmal hier so einen kleinen Wobbler, Crankbait, wie immer die auch nennt. Diesen Unterschied habe ich noch nie so richtig rausgefunden, ab wann es ein Wobbler ist, ab wann es ein Crankbait ist. Da kommt immer ganz hoch über die, also wie führt man den Köder und für was ist er gedacht. Aber so ein kleines Barschimitat, naja, das wird wahrscheinlich jetzt auch die Größe sein, weil die Barsche auch gerne fressen. Und der Robert hat erstmal einen kleinen Gummifisch da drüben dran. Aber wir sind immer noch hier an der ersten Stelle und probieren halt mal ein bisschen rum. Wie gesagt, im Winter, wie gesagt, es ist immer noch Winter. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, heute 6 Grad Außentemperatur. Das Echolot zeigt momentan hier auch 6 Grad an. Es war sogar 7 Grad, wo wir gestartet sind. Also da war sogar ein bisschen wärmer. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir heute die Fische finden. Also man muss auf jeden Fall den Futterfisch finden, denke ich mal, um die Barsche zu finden. Ich weiß nicht, wie es mit den Zandern aussieht. Wir haben nämlich ich weiß nicht, ob es ein Abonnent ist, aber wir haben jemanden getroffen, die haben heute auch das Boot geslippt. Der guckt auf jeden Fall unsere Filme. Und die fahren woanders hin heute auf Zanderangeln. Mal gucken. Die waren hier drinnen noch nicht Zanderangeln, aber mal gucken. Du kannst ja mal kommentieren, falls du dieses Video siehst, ob ihr quasi Erfolg hattet. Und du wirst ja im Laufe des Videos sehen, wenn du nicht vorspulst, ob wir heute Erfolg haben. Und dann schauen wir mal. Freunde, wir haben jetzt schon 1-2 Stellen angefahren. Wir haben noch nicht so, wie man sich der traumhafterweise meistens in den Demo-Programmen im Echolot vorstellt, diese großen Futterfischwolken gefunden. Ein paar Einzelfische mal, ein bisschen mehr Fische mal. Ich sehe gerade, ich muss gerade meinen Köder hier abhaken und muss den mal vertikal runterlassen, weil wir haben jetzt direkt unterm Boot eine Sichel hier. Ich lasse mal die Kamera an.
Lass mal die Kamera an, mal gucken, ob man meinen Köder denn da gleich sieht. Also ist auf jeden Fall interessant heute, aber sehr, sehr schwierig. Besonders, ich habe euch ja in den letzten Filmen, ich muss mal kurz ein bisschen ankurbeln, in den letzten Filmen ja eigentlich gesagt, dass, naja, wenn es dann so langsam Frühling wird, also der Winter ist vorbei, kleine Gewässer immer gut sind, ja, da kommt man schnell mal zum Fangerfolg. Und das Gewässer ist alles andere als klein. Aber sau interessant, muss man sagen. Also schon viele, viele Strukturen jetzt gesehen. Oh ja, wir haben jetzt hier wirklich sehr viel Fisch, der jetzt hier unten steht. Aber alles einzeln. Einzelne Fische. Das ist interessant, aber schwierig, muss man so sagen. Ja, und dann schauen wir mal. Wir werden jetzt erstmal, ich denke mal, einmal komplett den See runterfahren. Dann kommt da nämlich so ein Graben raus. Mal gucken, ob da Fische zu sehen sind oder zu fangen sind. Ja. Oder wenigstens zum Biss zu animieren sind, sagen wir mal so. Aber es ist interessant. Und wie gesagt, man könnte jetzt auch hier ein bisschen quer fahren, aber im Video sieht man das nicht so, wie breit dieser See auch ist. Das ist viel zu groß. Ja. Also wir haben hier keinen Benzinmotor oder sowas, sondern wir sind hier mit Elektro unterwegs. Und mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Das ist interessant. Viele Köder ausprobieren. Und dann schauen wir mal. Wir wollen natürlich an den Hechten vorbei angeln, muss man sagen. Hecht hat schon Zeit. Ich denke, wenn man jetzt im Flachen, da wo auch das Kraut war, wenn man da mit vernünftiger Köder weiter angelt hätte, hätte man wahrscheinlich sich entschneidern können mit einem Hecht. Aber das muss nicht sein. Klar, kann ja zufallsweise immer mal kommen. Aber schauen wir mal. Steht wirklich im Mittelwasser, steht hier ein Fisch. Gut, ich werde mal die Kamera ausmachen, weil ich brauche beide Hände. Vielleicht schalten wir gleich um auf die Kamera. Ich hoffe doch. So, da muss ich gleich die Kamera anmachen. Ja Leute, ihr werdet nicht glauben, wir haben Fisch gefunden. Und zwar nicht in dem See, sondern wir mussten wirklich die ganze Strecke aus dem See rausfahren und sind jetzt in dem Kanal drin, der aus dem See rausführt. Und wir haben die Fische gefunden. Ja, Robert hat schon die ersten Bisse gehabt. Ja, ich bin jetzt endlich fertig mit Knebern. Oh, das sieht sogar nicht schlecht aus. Das sah sogar nicht schlecht aus. So, dann werden wir mal sehen, ob wir vielleicht hier auch ihn rausfangen können. Aber das erste Mal, dass wir Fische sehen und die beißen sogar. Also, was will man mehr? Keine Angst vor großen Ködern, sagt man immer. Mega! Petri! Petri, der auch schön lang gesagt. Ja, der macht sich lang. Sehr gut. Mega. Oh! Die nehmen mein Blei. Oh, die fressen mein Blei. Oh, jetzt. Das hat man sogar gesehen. Petri, danke. So. Da, meiner sieht natürlich größer aus, weil meiner dicht vor der Kamera ist. Zack, der kommt natürlich wieder rein. Viel zu klein zum Braten. Aber was ich gesehen habe, die Fische sind hier auf die Perle und auf das Blei gegangen. Aber ich glaube, hier kann man direkt vertikal angeln, wa? Ja. Die stehen direkt vor uns. Oh, da ist der ganze Pulk mit Barschen. Da fressen sie. Ich weiß nicht, ob man das unten sehen kann. Ob man das dann auf der Kamera vielleicht sehen kann. Da wird an den Fisch dann rumgezuppelt. Wie geil. Ist ja Wahnsinn. Oh, da ist aber ein großer mit bei. Ach du Scheiße. Ah, leider der nicht. Oh, da waren zwei dran. Das ist ja krass. Also da steht ein großer drunter. Ja.
Blödsinn, müssen wir sagen. Ja, ja. Müssen. Aber man merkt, die an der freien Leine, das ist gar nicht so gut. Der Köder muss sich wirklich ein bisschen bewegen. Ja, die wollen ein bisschen Action. Genau so sieht's aus. Also machen wir mal das System ab und machen mal da einen kleinen leichten ran. So, dass ihr das auch seht. Aber schon ist der Körper warm. Schon ist der Körper ein bisschen wärmer. So, ich werde uns mal wieder ein bisschen zurückfahren. Schon ist man heiß. So, jetzt haben wir einen Kleen dran, Kleen Gummifisch, direkt am Jigkopf. Oh, da waren sie wieder. Da ist er. Geil. Das ist wirklich geil. Zack. Da haben wir den nächsten. Also die wollen hier nicht unbedingt System haben, sondern den doch etwas schnell führten Jigkopf. Cool. Na, mal gucken. Mal gucken. Ich werf mal die Richtung. Wie gesagt. Ah, genau das macht Angeln aus. Wir haben gesucht und gemacht und probiert und dann findet man, im Winter muss man das, ja, sagen, im Winter gibt es halt dann leider so ein, zwei Stellen, die sind dann sehr produktiv, weil da halt einfach auch die Fische sind. Weil die Fische sich da sammeln. So, oh, da war schon wieder Biss. Ja, ah, schade. So, meine Lieben, guckt mal hier. Mal den Köder gewechselt. Oder was heißt gewechselt? Und die Farbe gewechselt in grün. Und schöner Barsch. Und so dicht vor der Kamera sieht er auch echt groß aus. Aber der ist auch ganz schön dick gefüllt hier. Also guckt mal. Der steht gut im Futter, der Gute. Aber der kann weiter wachsen. Noch nichts für die Pfanne. Aber das macht jetzt Laune, oder? Auf jeden Fall. Ja. 3 Stunden gefroren und jetzt fangen wir ein paar Fische. Auch wenn es kleine sind, aber genau das macht Angeln aus. Genau das macht Angeln aus. Nicht einfach nur quasi rausfahren und immer Fisch fangen und fangen und fangen, sondern diese bisschen suchen und rumprobieren. Und jetzt stehen wir hier mit dem Boot und angeln vor den Füßen in ein 1,5 Meter tiefes Wasser. Zack, da ist der nächste. Oh, weg ist er. Das macht Laune. Das macht richtig Laune. Da kommt er raus. Jawohl.
schönes Ding. Und der ist auch, guckt euch das an. Guckt euch an, wie rund die gefüllt sind. Da spielt die Größe gar keine Rolle, wenn man die Fische sucht im Winter und man findet sie doch. Komm hier, mein Großer. Schön sieht er aus. Schön hell diesmal. Guckt mal diesen Köder an. Der kleine Baby Louis hat jetzt geliefert. Wir testen ja uns gerade durch, ne? Aber genau. Oh, Farbe, der sieht geil aus. Das wird mal ein schöner Barsch. Mega. Wenn dann die vorher von einem größeren Barsch gefressen wird, könnte es ein schöner Barsch sein. Oder wären. Und so wie du gerade schon gesagt hast, ist es schön zu sehen. Oh, der war gut. Oh, schade. Schön zu sehen, dass wird auch wieder viel Nachwuchs gibt. Hä? Also hier kommen manche Barsche nach, die sind wirklich so, wirklich bloß, oh, der ist wieder besser. Oh, schade. Schade, schade. Ja, damit es genug auch Nachwuchs gibt, das ist schön. Das ist herrlich. Na, schauen wir mal. Mal gucken, ob wir vielleicht noch wirklich den großen Barsch hier rauskitzeln können. Wir werden gleich noch mal ein bisschen weiter fahren, ein bisschen weiter in den Kanal noch mal rein. Da sieht man von Weitem schon die Fische so ein bisschen aus dem Wasser kommen. Vielleicht stehen da auch die größeren drunter. Schauen wir mal. Ja, dafür lohnt es sich, die Kamera noch mal anzumachen. Ein Stück weiter fahren. Oh ja, der sieht gut aus. Ach, und schon mit der Sonne so im Hintergrund. Mega. Soll ich euch sagen, meine Lieblingsfarbe, Motoröl, Mini Easy Shiner. Und da habe ich mal einen echt schön. Sehr geil. Sehr dickes schöner. Petri. Da kommt er. Da kommt er schön mit. Ja, mega. Absolut mega. Dafür sind sie doch zu klein. Crazy. Oh, Petri. Richtig geil. Ja. Oder? Oh, nee. Da kommt er. Schöner. Schöner, heller. Der hat ja eine geile Farbe. Alter, guckt euch den an. Wie geil sieht der denn aus? Und richtig schön fett gefressen. Mega. Oh. Oh ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, der ist ja einer schöner als der andere, muss man sagen. Crazy. Absolut crazy. Guckt euch an, wirklich, einer schöner als der andere Barsch. Mega. Tja, so kann das sein. Manchmal wird man dann für so eine Tage, wo andere wahrscheinlich zu Hause sitzen, keinen Bock auf Angeln haben, wird man belohnt. Hä? Da habe ich gerade gesehen, wie die Sehne weggezogen ist. Der lag auf Grund gerade. Ja, geil. Mega. Oh, sieht man auch. Der hat sich einfach nur rübergeschoben. Oh, guckt euch an, wie geil diese Fische aussehen. Mega. Oh, der weg wackelt da. Oh, was ist denn jetzt los?
Oh, der ist schon ein bisschen besser. Oh, sieht das herrlich aus. Komm hier, mein Guter. Ja, er könnte 2 Zentimeter größer sein als die anderen Sonnenfleck. Guckt euch an. Mega, richtig geil. Also, krass. Und das ist Angeln. Wirklich, das ist Angeln. Rumprobieren und dann, wenn man wirklich zum Erfolg kommt, eine Stelle gefunden hat, dann wird man mit den ganzen Mühen entlohnt hier. Oder für die Mühen entlohnt. Mega. Oh. Ja, da habe ich gerade den Tagesgrößten gefangen. Da muss ich noch pflegen. Aber schon die Hand jetzt nehmen. Ja. Also, aua, aua. Also Tour gleich wieder am Piekser. Das sieht aus. Aber wir haben draus gefunden. Wir haben gerade, du hast ja mit dem Krebs probiert. Läuft, Patrick, genau. Ja, läuft nicht ganz so. Und gucke da. Der kleine Jig kommt wieder ran. Mega, Petri. Ja, vielen Dank. Schöner Fisch. Ja. Und die, wirklich die Linken. Ja, die sind. Wenn du jetzt mal guckst. Die sind vollgefressen. Hier, ne? Die Farbe, ja. Ja, mega. Einfach geil. Absolut mega. So, ich hatte nämlich auch ein bisschen rumprobiert, aber so ist es wirklich. Selbst wenn man eine Stelle gefunden hat, wo Fische sind, heißt es nicht, dass die Fische auf alle beißen. Also, wieder einen kleinen Jig ran gemacht. Zack, ups. Einen kleinen Gummiköder mit draufgezogen. Na? Ui! Mit dem Krebs. Ui, gerade gewechselt. Ui, der sieht aber übel aus. Was ist ihm denn zugeschehen? Was mit ihm passiert, meine ich? Alter, guckt euch den Barsch an. Das ist heute wirklich der Tagesgrößte. Aber das ist ein alter Rocker. Alter Schwede. Gerade mal gewechselt. Wir dachten, ein bisschen was ändern wollte ich noch. Zack, guckt euch an. Ein Krebs drauf. 10 Gramm, ein bisschen schwerer. Und das ist auf jeden Fall der Größte. Aber der hat ihn abgekriegt. Wahrscheinlich Kormoran, so wie das aussieht hier oben. Wa? Aber der ist auch ein bisschen müde, der Kamerad hier. Nein, locker lassen. Oh, verdammt. Zack. So, Leute. Leider neigt sich so langsam der Tag dem Ende. Und wir müssen ja noch über den ganzen See schippern. Also können wir gar nicht mehr so lange machen, aber man kann eigentlich nicht aufhören. Macht so einen Spaß. Und was wir hier machen können heute an dem Platz, Köder ausprobieren. Weil wenn das erstmal beißt und Fische sind da, dann kann man auch mal verschiedene Köder ausprobieren. Und heute hat sich eigentlich der normale kleine Gummifisch am Jigkopf rauskristallisiert, dass es der beste Köder ist. Ich habe jetzt hier nochmal gewechselt, 5 Gramm Kopf und so ein langes Würmchen hier ran gemacht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Sagt man nicht. Oh. So Leute, ihr seht es, wir sind schon wieder zurück im See. Wir haben noch mal kurz einen kleinen Wobbler geschmissen. Und hier ist gerade irgendwas Großes drauf gegangen auf jeden Fall. Oh ja, der steht auf jeden Fall richtig gut. Mein lieber Mann. Ich stelle mich mal hin. Oh ja, oh ja, oh ja. Alter Schwede, der macht sich ordentlich schwer. Ja, ich mache die Bremse hier vorne lieber noch ein bisschen mehr auf. So eine Flucht am Boot. Alter, Digga, das ist ein richtiger Meter hier. Oh, warte.
Wir runden, glaube ich, den Angeltag ein bisschen ab. Er ist zwar noch nicht draußen, aber der sieht gut gefüllt aus. Oh, der hängt ganz knapp. Der hängt ganz knapp. Oh, er ist drinne und ab. Ja, mega. Hey, geil. Warte, ich mach erst mal kurz den Kopf. Ja. Mega. Wow. Geil, Mensch. Der war gut, sagt er, ja. Und guckt das euch an. Das ist der Köder. Also der Köder an sich, keine Ahnung, 5 cm Barstichrohr. Stahl vorgeschalten, weil, also wir sind immer noch auf Zander und Barsch aus. Wir haben jetzt mal, also bei der Rückfahrt hier die andere Seekante sozusagen, fahren wir hier entlang. Und wir haben ja gesagt, mit Hecht kann zu rechnen sein, deswegen Stahl lieber dran hier im See. Und mega, wir haben den jetzt nicht gemessen, wie gesagt. Schöne Mutti. Ja, auf jeden Fall, also keine Ahnung, ob er 80 hatte, kann durchaus möglich sein. Manchmal wirken die größer, weil die so fett gefressen sind oder so fett sind. Aber da Schonzeit ist, kommt er gleich zurück. Wir mussten natürlich lösen. Geil, mega. Also nicht nur fette Barsche, also viele, sagen wir mal viele Barsche, sondern jetzt auch noch einen schönen Hecht. Und ein bisschen haben wir noch. Also wir müssen noch ein bisschen hier lang gehen, wird schon aber duster. Aber mal gucken. Mega. Absolut geil. Und man braucht immer einen Robert, der keschert, ne? Ja, du brauchst immer einen Kescherboy. Also, der ist hier. Geil. Mach dir eine Hälfte. Richtig, ne? Geil. Ja, Mann. Witzig. Wir brauchen Handylicht für die Abschlussworte. Boot ist draußen. Sachen sind verpackt. Schade, hast du gesagt, wa? Schon ist der Tag vorbei. Das ist immer viel zu schnell, oder? Ja, muss man sagen. Ich meine, wahrscheinlich für dich haben wir auch ein bisschen spät angefangen heute. Das war schon, wo er gefragt hat, wann, oh, Entschuldigung, wann treffen wir uns? Und ich schreibe so, naja, 10:30, okay. Aber ich musste mich ja nach dem Fährmann oder nach dem Kapitän richten. Nach dem Kapitän, genau. Der Kapitän hat die Zeit vorgegeben. Nächstes Mal kannst du wieder die Zeit vorgeben. Alles gut. Und dann fahren wir wieder früh um 3 Uhr los, um damit um 13 Uhr die Fische beißen. Da steckst du ja nie drin, weißt du ja. War ja ein mega Angeltag heute. Also das stimmt. Also wir haben alles erlebt. Erst gar keine Fische gefunden, keine Bisse gehabt. Dann, ich glaube an einer Stelle vielleicht jeder so einen Biss oder da war ein bisschen was. Dann haben wir die Barsche gefunden und den Weißfisch. Mega Spaß gemacht. Und dann zum Abschluss der Hecht. Ja, war Knall. Also perfekter Tag. Richtig, richtig rund die Kugel heute. Ganz genau. Und für die Angelzeit, wie wir nur draußen waren, das stimmt. Kannst du echt nicht meckern. Das stimmt. Ich kann ja mal mein Handy gucken. Es ist jetzt, ist es 18:48, ich sag mal bis 6 Uhr geangelt. Oh. Und was habe ich gerade auf mein Handy aufgetippt? Egal. Na, ich glaube 6 Stunden Angelzeit oder so. Ja, war ja geil. Wir haben ja auch ein bisschen den See kennengelernt. Ganz genau, ganz genau. Uns angeguckt. Für das nächste Mal weiß man halt gleich, wo man schon angeln muss, sag ich mal. Ne? Ganz genau. Die Zeit nicht dann. Ja, weil den See, ja, den werde ich und wahrscheinlich wir auch zusammen öfter beangeln. Da werden wir noch ein paar coole Aktionen, ja, machen, denke ich mal. Weil wir wollen auf jeden Fall hier mal einen Zander drin fangen. Das ist die Mission. Das ist die Mission. Das wird die Jahresmission sein, hier in diesem See einen Zander zu fangen. Er ist groß, er soll einen Zanderbestand haben. Und da trauen wir uns dieses Jahr ran. Aber für heute reicht's. Hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder. Ich freue mich auf die nächste Tour. Ja, wir sehen uns vielleicht auch wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Freitag 19 Uhr. Und bis dahin. Tschüss, ciao. Schönen Wochenende. Bis bald.